Der Deutsche Touring Yacht Club gehört zu den etabliertesten Segelvereinen nicht nur hier in Bayern, sondern in ganz Deutschland. Allerdings in diesem Jahr war da auch noch nichts los, denn Corona-Krise hat es unmöglich gemacht, dass die Segler mit der Saisonvorbereitung beginnen konnten, geschweige denn, dass sie mit der Bundesliga starten konnten. Der Deutsche Touring Yacht Club ist Gründungsmitglied der Bundesliga. Der erste Wettkampf der Liga wurde 2013 bei den Tutzingern am Starnberger See ausgetragen. Zweimal holte der Touring Yacht Club den deutschen Meistertitel. Zweimal endete die Saison mit der Vizemeisterschaft. Größter sportlicher Erfolg war der Gewinn der Sailing Champions League 2016. Im vergangenen Jahr endete die Bundesliga-Saison auf dem 12. Platz und damit verpassten die Touris einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Die Vorbereitung auf die neue Saison ruhte lange wegen der Corona-Pandemie. Der Auftakt wurde vom Mai in den Juli verschoben. Termine am Gardasee und auf dem Chiemsee wurden abgesagt. Ziel für das Jahr 2020 ist ein Platz unter den ersten sechs in Deutschland. Der Deutsche Touring Yacht Club will mit einer veränderten, verjüngten Mannschaft in der neuen Bundesliga-Saison starten, falls die Saison stattfindet. Heute sind bei uns zu Gast die Teammanager, die auch selber natürlich aktiv segeln und schon einige Titel einheimsen konnten. Ich sage herzlich willkommen, Max Weiß und Patrick Vollmann. Servus. Servus. Ja, dann haben wir da einen Olympiateilnehmer, deutscher Meister, Champions League-Sieger, aber in diesem Jahr auf dem Trocken sitzenden. Oder hat es schon mittlerweile mal die Möglichkeit gegeben, dass ihr ein bisschen Wasser unterm Kiel hattet? Ja, also bevor die Corona-Krise losging, wollten wir eigentlich unser Trainingslager am Gardasee beginnen. Das hat aber dann schon nicht stattgefunden, weil wir gemerkt haben, in Italien beginnt das Ganze schon. Wir sind dann aber noch am Bodensee gefahren und waren ein Wochenende dort trainieren und haben dann auch in der Nacht- und Nebelaktion noch schnell das Boot vom Bodensee nach Tutzing wieder geholt, kurz bevor die Kontaktbeschränkungen und die Ausgangsbeschränkungen losgingen. Bei euch im Club? Ist da momentan jetzt wieder was angelaufen? Es hieß ja vor 14 Tagen, als es bekannt gegeben wurde, es gibt Lockerungen, Sportarten, die im Freien sind, Golf, Tennis, Segeln wurde auch extra genannt, dürfen wieder ausgeübt werden. Ist auch richtig so. Natürlich das Clubgelände, dort gelten alle Kontaktbeschränkungen auch, also 1 Meter Abstand, Maske. Und für uns ist aber das Problem, dass wir zu viert auf dem Boot sitzen, also quasi eine Mannschaftssportart ist und wir uns somit eben nicht dran halten können und deswegen wir noch nicht trainieren können. Das heißt, Bundesliga-Segeln ist ein Vierer-Mannschaftssport. Was ist das für eine Bootsklasse? Ich bin absoluter Segellaie. Ihr müsst mir alles erklären. Genau, also das findet statt auf J70. Das ist so ein ungefähr 7 Meter langes Kielboot, relativ sportlich. Man segelt zu viert, wie der Maxi schon gesagt hat. Und es treten wie bei der Bundesliga 18 Vereine gegeneinander an. Es gibt auch da eine zweite Liga und es gibt jedes Jahr wieder Anwärter, die da mitspielen wollen, die sich qualifizieren wollen für die zweite Liga. Und an einem Spieltag segeln diese 18 Vereine alle gegeneinander. Spieltag? Genau. Also wie bei Fußball, Handball etc.? Es gibt nicht ganz so viele Spieltage, aber auch 6 Stück. Warum heißt es nicht Segeltag oder Regattatag? Ja, man hat sich da so ein bisschen den gleichen Formalismen irgendwie bedient wie in der Bundesliga. Okay. Hat eben auch so ein Punktesystem. Und es finden dann insgesamt, glaube ich, fast 50 Wettfahrten statt, wo alle mehrfach gegeneinander segeln. Da werden die Boote auch immer durchgetauscht, damit da Chancengleichheit herrscht. Und, das heißt, ihr habt nicht euer Boot bei allen Segelfahrten, sondern ihr kriegt auch genau. Das von einem anderen Club. Genau, also der Veranstalter oder die Bundesliga GmbH sozusagen, die stellen die Boote für die Saison. Wir müssen natürlich dann eine Art Kaution hinterlegen, falls mal was kaputt gehen sollte, aber wir segeln nicht auf unserem eigenen Boot, sondern es segeln wirklich alle auf komplett dem gleichen Material, sodass wir uns dadurch halt quasi keinen Vorteil erarbeiten können. Und wir haben natürlich selber ein Boot in unserem Verein, mit dem wir Trainings machen können und auch an anderen Regatten teilnehmen können zur Vorbereitung. Aber während dem Spieltag haben wir quasi gestelltes Material. Wie viele Segler, Seglerinnen habt ihr denn momentan im Kader? Denn das ist auch interessant. Es rotiert durch. Es gibt nicht eine Vierer-Stammbesatzung. Ihr könnt zu jedem Spieltag, ich hab's erfasst, könnt ihr neu zusammenstellen. Richtig. Also wir müssen eine Woche vorher gemeldet haben, mit welchem Team wir dort antreten. Insgesamt in unserem Kader sind 20 Leute, Jungs und Mädels. Und ja, wir gehören jetzt schon zur älteren Generation. Seid ihr auch schon über 30. Eben. Nee, und wir möchten natürlich die Jungen aus unserem Club dazu motivieren und auch die quasi auf das Niveau bringen und unser Wissen noch an die weitergeben.
dass wir quasi am Ende immer mehr die Verwalterrolle übernehmen. Das ist so das Ziel. Segeln gilt als ein sehr finanzintensiver Sport, allein so was Kosten mit Booten, Transport etc. betrifft, Liegeplätze. Wie finanziert sich denn das? Also einerseits sind wir sehr dankbar, dass wir ein paar Sponsoren haben und auf der anderen Seite steht auch der ganze Verein mit den ganzen Mitgliedern eben hinter uns und das wird schon zum großen Teil auch durch die Mitgliedsbeiträge der ganzen Clubmitglieder mitgetragen. Was brauchst du für eine Bundesliga-Saison? Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie intensiv die Vorbereitung ist und wo die auch stattfindet. Also ein Großteil der Kosten sind wirklich Reisekosten und Unterkunft, Verpflegung. Wenn wir dann mit 20 Mann da irgendwie mal an Gardasee fahren, das ist natürlich schon ganz beachtlich. Aber dann kommen auch dazu halt so Meldegebühren für die Regatten und Material, also Segel und Boot und kommen schon ordentliche Beträge zusammen über die ganze Saison. Was schwingt jetzt bei euch mit? So die Hoffnung, dass es dann wie geplant im Juli wirklich losgeht, weil der Auftakt sollte ja am Chiemsee sein im Mai. Das ist auf jeden Fall schon vorbei, die Zeit. Und Juli ist mal so anberaumt worden. Das ist real? Mal schauen. Also es wird eigentlich von der Politik entschieden, gar nicht von uns, wenn wir ehrlich sind, ob so ein Wettkampf im Amateursport im Juli stattfinden kann. Mental bereiten wir uns darauf vor. Wir würden gern trainieren, wir stehen in den Startlöchern. Wir haben die letzten Donnerstage immer abends mal verbracht mit einem Teams-Meeting, wo wir die ganzen Sachen durchsprechen, nochmal Situationen aus den letzten Jahren durchsprechen. Und wir stehen in den Startlöchern und würden gern loslegen. Und ja, es liegt aber so ein bisschen eben an der politischen Entscheidung, ob das Ganze so stattfindet oder eben nicht. So, nun wart ihr im vergangenen Jahr 12. Die großen Erfolge, die sind schon ein paar Jahre zurück. 2016 Sieg, Sailing Champions League. Was ist passiert? Ist eine Mannschaft von damals so ein bisschen auseinandergegangen? Habt ihr euch auch ein bisschen mehr rausgezogen und die jungen Leute haben noch nicht das Niveau gehabt? Oder sind einfach andere klassisch besser momentan? Also es sind so ein bisschen, es ist eine Mischung daraus. Also wir sind, einerseits haben wir ein bisschen experimentiert. Wir wollten bewusst eben die neue Generation mit heranführen, haben viele neue Segler eingesetzt, die vorher eben noch nicht mit drin waren. Und das war genau zeitgleich zu dem Moment, wo andere Vereine eher darauf gesetzt haben, immer die etablierten Segler an den Start zu bringen. Und das war aber auch so ein bisschen kalkuliertes Risiko letztendlich. Also wir hatten eine sehr erfolgreiche Mannschaft, die über 3-4 Jahre relativ konstant, im Kern waren das 8 Segler letztendlich, die dann mit sehr viel Erfahrung da immer an den Start gegangen sind. Und das waren unsere erfolgreichsten Jahre. Und danach haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt auch mal schauen, dass das Team und der Erfolg auch über die weiteren Jahre noch Bestand hat. Da ging es auch darum, dass wir, wenn dann plötzlich die Leute beruflich irgendwie sich umorientieren, nicht mehr Student sind und ihre Semesterferien mit dem Segeln verbringen können, sondern dann einen ganz normalen Beruf haben, dass die einfach nicht mehr die Zeit mitbringen. Und das war dann so ein bisschen eine Mischung daraus, dass wir da vielleicht ein bisschen zu viel experimentiert haben teilweise, zu wenig Konstanz hatten in unseren Teamaufstellungen. Und genau das wollen wir jetzt eben eigentlich wieder angehen, dass wir da ein besseres Mittel finden letztendlich. Indem ihr auch wieder mehr auf dem Boot dabei seid, auch bei den Fahrten bei den Bundesligaspieltagen, wenn es dann wieder soweit ist? Max, wie sieht's aus? Ja, also ich sage jetzt mal so, also aktiv aufdrängen möchte ich mich jetzt nicht. Ich unterstütze natürlich, ich war jetzt auch das Wochenende quasi als 5. Mann am Bodensee dabei, das wir dieses Jahr schon hatten zum Training. Wenn Not am Mann ist, springe ich natürlich ein, aber generell langfristig ist schon die Entwicklung, dass man sich immer mehr rausnimmt und den Jüngeren den Vortritt dort lässt. Um es aber auf dem hohen Niveau laufen zu lassen, bin ich natürlich jederzeit bereit, aufs Boot zu springen. Na dann, macht das Ganze. Gibt es den Spruch wirklich, dieses Mast- und Schottbruch, oder ist das so ein Relikt aus irgendwelchen alten Piratenfilmen? Nee, das sagt man immer noch so. Und ich weiß gar nicht. Wasser und dem Kiel. Ich weiß nicht genau, warum man den eigentlich. Den hätte ich auch noch gekannt, genau. Warum man den Leuten wünscht, dass der Mast bricht und die Schot. Also, aber ja. Das wären die einzigen Sprüche, die ich zum Segeln kenne. Danke, dass ihr da wart. Gerne.